Wie ist das immer, ob man von einer Kreuzfahrt enttäuscht ist oder begeistert? Das hängt natürlich in erster Linie von den Erwartungen ab. Und da muss man natürlich wissen, TUI Cruises, was ist das für ein Produkt? Das ist im Premium-Segment. Premium-Segment ist logischerweise oberhalb des einfachen Segmentes, wo wir zum Beispiel Costa, MSC oder AIDA haben. Es ist aber logischerweise auch unterhalb des Luxus-Segmentes. Ja? Luxus-Segment bedeutet, man hat Tagesraten von vielleicht 500 Euro oder mehr noch am Tag. Und da kann ich natürlich was ganz anderes erwarten, als jetzt bei so einer Reise, die nun verkauft worden ist. Ich glaube, im Angebot für inklusive Flug war das am Ende in dieser Woche eine Woche bei ungefähr 1.000 Euro. Ja, das ist natürlich deutlich günstiger. Also ist mal die Frage, was kann man erwarten? Also deswegen würde ich sagen, Premium-Segment ist relativ undankbar, ja, weil viele Leute denken, oh Mensch, hier sind viele Sachen an Bord so toll, dann muss im Grunde eigentlich alles ganz toll sein. Ja, und so ist es nicht. Also wenn man mal guckt, ja, ich habe das ja auch schon bei Facebook gepostet, wenn man mal guckt, diese Kaffeeautomaten im Buffet-Restaurant, ja, es ist einfach so, dass der Kaffee da wirklich gruselig draus schmeckt. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht an anderen Orten Kaffee gäbe, den man ganz gut trinken kann. Zum Beispiel auf der Kabine, da gibt es ja nun diese Nespresso-Maschinen und da schmeckt der Kaffee einfach hervorragend. Ja. Oder wenn ihr irgendwie im Atlantik-Restaurant seid, wo man bedient wird, da kann man auch Kaffee bekommen, der im Großen und Ganzen ganz okay ist. Und es gibt natürlich die Coffee Lounge, wo ich da für nicht mal 2 Euro irgendwie einen Kaffee kriege, der irgendwie auch ganz hervorragend ist. Ja, also ja, im Premium-Restaurant, im Premium-Bereich, im Premium-Segment kann man eben nicht davon ausgehen, dass nun automatisch alles perfekt ist. Ne? Das Gleiche gilt so für den Tischwein. Der ist ja okay, aber so was richtig ganz Tolles ist es am Ende nicht. Aber ist klar, ist kein Luxus, keine Luxuskreuzfahrt. Ne? Also wer da was Besseres haben möchte, der muss logischerweise dann in die Tasche greifen und da dann was gegen Aufpreis kaufen. Weil das ist ja kein Problem. Es ist ja nicht so, dass es nicht angeboten wird. Aber es kostet eben extra. Ja, was haben wir noch erlebt? Ja, auch mal Mitarbeiter, die vielleicht nicht ganz so perfekt waren, wo man dann merkte, so, das war ein Abend im Atlantik, Eurasia-Restaurant, wo man merkte, so Mensch, da läuft alles noch nicht so richtig, wir haben ewig warten müssen oder so. Aber ganz ehrlich, ja, das kann am Ende mal passieren. Ne? Also was einem bewusst sein muss, Premium heißt nicht, alles ist perfekt und alles ist extrem toll. Es kann unter Umständen bedeuten, für anspruchsvollere Menschen, man muss eben auch mal Geld in die Hand nehmen und dann in die Aufpreisrestaurants gehen, die es ja gibt. Ne? Die sind ja extra für diese Menschen gedacht. Und das muss ich ganz klar sagen, es wäre also völlig falsch, jetzt zu erwarten, dass nun Leute mit extrem hohen Ansprüchen wirklich an Inklusivleistung etwas kriegen, was ihre Ansprüche erfüllen würde. Dem ist nicht so. Aber es gibt, wie gesagt, diese Angebote. Ja? Also das kann man ja auch problemlos machen. Es gibt das japanische Restaurant, das Steakhouse, es gibt das Richards, es gibt die Coffee Lounge. Ja? Also da bekommt man dann eben Dinge, da bekommt man übrigens auch sehr gute Weine, die allerdings dann auch ihren Preis haben. Ne? Aber gut. Ja, insgesamt, das Gesamtpaket, muss ich sagen, stimmt einfach, was ich in dieser Woche erlebt habe. Es ist ein ausgesprochen schönes Schiff. Ja, das habe ich nun auch schon gesehen, als ich nun bei den Einführungsfahrten dabei war, als ich bei der Taufe dabei war. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Was man halt merkt, so jetzt nach einigen Monaten, es wird noch einiges justiert. Ja, man hat sich ja irgendwann mal an einem grünen Tisch sozusagen hingesetzt und dieses Schiff geplant und ja, offenbar hat man dann jetzt festgestellt in der Praxis, dass es in den Bars möglicherweise zu wenig Plätze gibt, besonders wenn man eben in etwas kühleren Gefilden unterwegs ist. Und das ist eben so mit den Kanaren, das ist nicht so ganz berechenbar. Also ich habe in dieser Woche genau einmal eine kurze Hose getragen, das war auf Teneriffa. Ansonsten war es eher so, ja, so mittel, ne? 18, 19, 20 Grad, also jetzt nicht so unangenehm, aber das ist eben auch kein Wetter, wo man dann abends ewig an den Poolbars oder so sich aufhält, sondern da ist man natürlich eher in den Innenräumen und dementsprechend hat man dann da noch so zur Verstärkung so ein paar Tische dann aufgestellt, was so ein bisschen, naja, provisorischen Charakter hat. Aber gut, wie das eben so ist mit so einem Schiffstyp, der ja nun neu ist, man muss dann da erstmal in der Praxis gucken, wie sich das Ganze dann so bewährt. Und ja, dann wird eben immer noch justiert. Ne? Also justiert bedeutete auch zum Beispiel, dass wir im Gosch-Restaurant waren, da wurde dann jetzt auch wieder Bedienung angeboten, was ursprünglich nicht so war. Ja, das wurde aber interessanterweise gar nicht so von so viel angenommen. Also wir haben da gestern Abend gegessen und das war vielleicht so ein Viertel gefüllt das Ganze. Also das war relativ entspannt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Shows, ja, Baustelle bei TUI Cruises, würde ich sagen. Wobei ich gar nicht weiß, ob die das selber so als Baustelle wahrnehmen. Aber ja, ich finde, was die Stücke angeht, so teilweise so
etwas schwierig, sagen wir es mal so. Also da muss man natürlich auch sehen, man hat bei den Shows eben nicht das Niveau, was man eben von internationalen Reedereien kennt. Ne? Also ich war ja nun gerade unterwegs mit der Oasis of the Seas und der Quantum of the Seas von Royal Caribbean International. Und da sind wir nun mal hier auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Ne? Wobei man sagen muss, das Theater ist toll, die Bühne mit der Bühnentechnik ist wirklich der Wahnsinn. Die kann sich sehen lassen, also mit diesen Podesten, die rauf und runter fahren können und mit diesen riesigen LED-Wänden und so. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Ja, nur die Stücke irgendwie so ganz, also teilweise war es mal so ganz gut, teilweise so, naja, also... Ja, irgendwie, weiß ich nicht, fehlt da noch so ein bisschen so das wow. Ja, also, keine Ahnung, also da müsste man vielleicht nochmal rangehen. Ja, das Essen, wisst ihr ja, ist mir besonders immer wichtig. Das ist durch die Bank gut gewesen. Im Atlantik-Restaurant bin ich in allen drei Bereichen gewesen. Eurasisch ist so ein Bereich, da erzählte mir die Chefin von TUI Cruises, das kommt noch nicht so ganz gut an, ne? Weil viele irgendwie damit nichts anfangen können. Eurasisch, ja, was ist das eigentlich? Ist das nun so Essen, das man sonst beim Chinesen bekommt? Nein, ist es nicht. Also es ist so ein bisschen ja Fusion-Küche, wie man das ja neudeutsch nennt. Ne? Also man kann... Es kann also sein, dass es auch mal was Europäisches mit dabei ist und eben dann asiatische Einflüsse. Und dort bleibt das Menü übrigens immer für drei Tage gleich und erst dann wechselt es. Das ist nur so im Atlantik-Eurasia und im Atlantik-Mediterran. Das soll sich aber langfristig, habe ich gehört, auch ändern, also dass da dann ein häufiger Wechsel stattfindet. Ja, Atlantik-Klassik ist wie gehabt, wie auf der Mein Schiff 1 und auf der Mein Schiff 2. Übrigens auch mit Gerichten, die man dann so kennt. Rinderfilet mit, was ist das, Schokoladen-Chili-Soße und so weiter. Ja, also das ist irgendwie alles nichts Neues. Ja, das soweit ist so mein Gesamteindruck. Was das Personal angeht, das war soweit meistens freundlich. Ja, teilweise habe ich auch mal einen schlecht gelaunten Barkeeper an der Bar erlebt, an der Poolbar. Ja, ist dann natürlich so, kommen wahrscheinlich weniger Leute und muss die Reederei weniger Getränke servieren, hat für die Reederei bei All Inclusive ja auch Vorteile, ja. So, jetzt quatscht der Kapitän dazwischen, aber gut, weil wir jetzt nämlich hier gleich ablegen in wenigen Minuten. Ja, also mit dem Personal, das ist natürlich so eine Sache, wenn man es eben auch wie ich gewohnt ist, mit internationalen oder beziehungsweise mit amerikanischen Reedereien unterwegs zu sein. Ja, hier habe ich natürlich eine andere Art der Freundlichkeit. Natürlich, das Personal ist in der Regel nicht unfreundlich, aber ich habe eben nicht so dieses auf amerikanischen Schiffen, dieses überaus freundliche. Aber womit hängt das zusammen? Weil die meisten Reisenden natürlich auch anders auf das Personal dann zugehen. Wir Deutschen sind da ja möglicherweise doch der ein oder andere zumindest ein bisschen zurückhaltender. Und dementsprechend ist das Personal dann auch nicht so, geht dann auch nicht so aus sich heraus. Ne? Also ja, ich habe da schon auf anderen Schiffen ganz, ganz tolles Personal kennengelernt. Hier... ja, ist der Eindruck, was das Personal angeht, ein freundlich neutraler, sagen wir es mal so. Ja, also sie haben sich bemüht, mehr und mehr oder weniger, und das war schon okay. Ja, ja, im Großen und Ganzen, ich finde, die Mein Schiff 3 ist ja, ein super Schiff für den deutschen Markt. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ja, wenn ich persönlich was buchen würde, ich bin ja eh für dieses Premium-Segment zu haben, also was Mein Schiff bedeutet, was Celebrity Cruises ist, was Princess Cruises ist, was vielleicht, was mir noch fehlt, Holland America zum Beispiel ist. Aber eben klar, mit der Einschränkung, es ist eben ein deutsches Schiff mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, also ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn ja, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link, über den ihr das auch buchen könnt. Und ja, wenn euch das gefallen hat, bitte gebt auch einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder und beim nächsten Mal. Und wir legen jetzt ab. Macht's gut. Tschüss.